Guten Tag, Daniel. Ich hätte sehr gerne eine Autogrammkarte von dir. Hättest du mir bitte welche? Vielen Dank. Freundliche Grüße, Daniel. PS, Kanal ist natürlich abonniert. Geht natürlich raus. So Leute, wir gehen jetzt hoch zum Harry. Den Harry kennt ihr, aber was ihr noch nicht so gut kennt, ist sein wunderschönes Auto. Und wir wollen ihn mal fragen, ob er da was darüber zu erzählen hat. Und natürlich drehen wir auch eine Runde. Deswegen schauen wir jetzt mal hoch und quatschen mit ihm. Der berühmt-berüchtigte Harry Unflat. Harry. Ich bin jetzt gespannt auf seine Stories. Ich hab schon im Kopf, was er natürlich bestimmt erzählen wird. Deswegen. Servus. Hallo. Hi. Hast du gerade Zeit? Ja, okay. Servus. Ja, der. Hi. So Leute, jetzt sitzen wir hier also im Büro des Harry, den ihr schon, die meisten hoffe ich, schon kennt. Und wir sind heute hier, weil er ein sehr, sehr schönes Auto fährt, dass ich unbedingt mit euch fahren möchte, aber vorher will ich auch mal mit dem Harry drüber sprechen. Servus zusammen. Harry, erzähl doch mal den Leuten, warum du immer, also warum du schon so lange einen A8 oder S8 jetzt in dem Fall fährst oder seit wann du überhaupt schon einen fährst. Ja, was der Grund für dich dahinter ist. Der Grund war der, dass ich halt gerne Audi fahre, das weißt du auch und das schon immer, aber wir haben seit 1996 haben wir so ein Agreement getroffen mit der Audi AG, dass wir immer uns ein Auto bestellen dürfen und wir machen ja auch viel Werbung für sie, wir setzen Autos im Rennsport ein. Ja, und die haben ja damals schon für ein A8 entschieden, da hat es noch gar kein S8 gegeben, das war 1996. Und dann habe ich mich so an die Autos gewöhnt und habe halt dann entschieden, mir dann halt immer einen zu bestellen. Mir macht es sehr viel Freude, mit den Autos zu fahren, weil es einfach für mich das entspannendste Fahrzeug ist, was man eigentlich in der ganzen Bestellflotte von Audi bekommen kann. Da sind jetzt 700 PS drin und meint das gleiche wie bei meiner 6, aber man kann trotzdem noch ganz anders relaxter fahren und ich fahre im Jahr über 100.000 Kilometer und bin eigentlich fast gut die Hälfte vom Jahr bin ich entweder im Flieger oder auf der Straße und da bist du natürlich auch viel in Staus und wenn man überlegt, was man überhaupt auf der Straße dann verbringt, ist es dann schon schön, wenn man dann so ein halbes Büro dann und ein halbes Wohnzimmer dann noch dabei hat. Ja, das ist auch wie ein halbes Büro, ein halbes Wohnzimmer, wir werden es gleich sehen. Was bist du selbst für ein Fahrer? Du kannst ja schon auch Gas geben, oder? Oder gibst auch gerne Gas? Na gut, ich fahre sehr viel nachts und ich fahre auch sehr gerne flott. Aber meistens halt für mich alleine, wenn ich Leute im Auto habe, dann höre ich bei 250 auf. Aber wenn ich nachts um 3 wenn ich nachts um 3 Richtung Wolfsburg oder Richtung Bonn zu unseren Partnern fahre oder auch auf Herzogenaurach zu Schäffler, wenn ich ganz früh wegfahre, dann lasse ich dann schon über, also bis 300 dann schon auch ab und zu mal stehen. Ja. Das hat er jetzt ganz nett und formell ausgedrückt. Ja. Wir gehen jetzt mal gemeinsam ins Auto. Wie er sich so fährt mit 700 PS, wie der Komfort so ist. Harry, viel Spaß. Danke. Und Autoschlüssel bitte. Das war's. Gute Fahrt. Tschüss, pfiat euch. Ciao. Perfektes Sonnenscheinwetter haben wir auf jeden Fall schon mal. Und wie der Zufall so will, steht der S8 hier ganz alleine, frisch gewaschen. Ich weiß gar nicht, wer das vorher schon so hingerichtet hat. Ja, schauen wir uns mal an von außen. Ist schon ein sehr schickes Fahrzeug. Ne? Schwarzer Grill, Chromelemente. Das Einzige, was mich jetzt natürlich in der Optik ein bisschen stört, sind die 21 Zoll Winterräder. Das sind jetzt kein Highlight, sind es aber auch nicht schlecht. Muss man fair sagen. Könnte deutlich schlechter sein. Aber natürlich schwarz. Also für mich ist das die perfekte Farbe natürlich für den S8. Ne? Schwarz, schwarz getönte Scheiben, so richtig Limousinen-Feeling einfach. Eigentlich würde ich jetzt gerne hinten einsteigen. Bevor wir jetzt einsteigen, gibt es noch mal einen kleinen Zusammenschnitt für euch und dann fahren wir los.
So, ganz standesgemäß fangen wir heute mal hinten an. Oh, das ist schon ein Highlight. Hier sitzt man schon wie der Chef. Richtig schön hier, dicke, fette Mittelkonsole, ne, wenn es jetzt noch an wäre. Hier mal in die Sitzeinstellungen kann man direkt hier machen. Was kann man denn da noch alles einstellen? Also schau, du kannst wirklich auch hinten den Sitz einstellen wie vorne. Ne? Also es ist schon High-End. Gibt es ja eigentlich auch die Massagefunktion an. Kann man hier jetzt dann so schön relaxen. Harry hat gleich noch so, er hat sogar noch wirklich zwei Uptrends. Ne? Er ist ja für dieses Magazin von uns zuständig, hat er natürlich schön hinten drin, dass wenn mal jemand einsteigt hinten, dass er sich auch wohlfühlt, kann er sich ein schönes Magazin durchlesen. Ah, Abfossen SQ7, oh, geiles Bild, schön. Also, ist auf jeden Fall so. Oh, schön, da war so, ja. Weißt du, wenn du durch die Stadt gefahren wärst, so, ich will heute nicht gesehen. Jeffrey, ich möchte heute nicht gesehen werden. Mega luxuriös, dieses Auto. Man sieht es ihm vielleicht gar nicht so wirklich an, aber es ist echt viel Bums unter der Haube. Wir gehen jetzt wieder nach vorne. Schweren Herzen. So, also jetzt sitzen wir wieder auf dem Fahrersitz. Auch vorne hat man schon das Gefühl, man sitzt echt richtig schön, komfortabel. Eine riesengroße Mittelkonsole mit einer Uhr. Ne, Vintage-Style. Harry hat ja alles in so einem Rotcarbon. Also ein Carbon mit so einem ganz leichten Rotstich, passend zur Naht im Interieur. Echt, echt schön. Und jetzt würde ich sagen, machen wir mal den Motor an. Sitzen Sie genehm hinten? Ja? Ne? Kann ich Ihnen noch ein Getränk und ein Kaltgetränk und ein Erfrischungstuch anbieten? Oder ist alles okay? Ne? Ja gut, dann können wir los halt. Was haben wir jetzt hier drauf? 32.000 Kilometer sind drauf. Ich muss ja ganz genau, bevor jetzt wieder irgendjemand sich beschwert, es ist ja ein S8 Plus, also 6,5 PS Serie. Jetzt bei 700 PS ist ein V8 Motor drin, der guten Klang haben sollte. Wir finden sie gleich raus. Der auch vier Zylinder abschalten kann, wenn man sie nicht braucht. Also wenn du in der Stadt ganz gemütlich fahrst, kann der auch, oder schaltet der teilweise auch, vier Zylinder ab. Du merkst es kaum. Hättest du dir auch den neuen A8 konfigurieren können? Keine Ahnung. Ich glaube schon. Vielleicht sollte man echt den Q7 wieder abgeben und den neuen A8. Hey, nicht nichts gegen den Q7 sagen. Ich mag den Q7. Hm. Naja. Du bist echt eine alte Oma geworden. Ja, was? Was ist jetzt mehr Opa-Wagen? Q7 oder ein A8? Ich weiß es nicht. Definitiv Q7, weil da brauchst du dich nicht bücken, wenn du einsteigst. Für deine frechen Worte werde ich dich auf jeden Fall bestrafen. So, hey. Hä? Der drückt richtig gut. Das ging mal schnell, oder? Ja. Richtig gut. Aber ist so ein ganz angenehmes Gefühl, ja. Die Steuerung da, ja? Weil man so gut sitzt und weil der auch irgendwie Masse hat und irgendwie. Also es fühlt sich total angenehm an. Der steigt richtig gut, aber du hast nicht das Gefühl so. Der zuckt auch nicht und nee, du denkst auch nicht. Der macht überhaupt keinen Zucker. Es gibt auch Sitzkühlung, falls es dir zu. Weißt du, weil ich Arschwasser habe, oder? Genau, ja. Genau. Das willst du damit sagen, ne? Ich wollte es nicht so aussprechen. Aber das ist echt eine große Kiste und die ist schwer, aber die ist wie ein Bett. Ist nichts. Voll angenehm, ne? Ja, richtig angenehm. Also ich kann den Harry schon verstehen, wenn du. Der Harry ist ja wirklich jemand, der wirklich. Gefühlt jeden Tag, wenn du ihn anrufst, ist er im Auto unterwegs und er fährt ständig. Der fährt. Wenn er nur irgendwie ein kleines Geschenk für einen Sponsor hat, ne, dann hockt er sich ins Auto, fährt 600 Kilometer, damit er das persönlich vorbeibringen kann. Also so jemand ist er. Das ist ja auch wieder, ich habe das ja schon mal gesagt, Harry ist wirklich super wertvoll für die Firma, weil er jemand ist, der einfach es mit Herzblut macht, der immer alles dafür gibt und der sich auch nicht zu schade ist, Tausende von Kilometern zu fahren, um Leute glücklich zu machen. Ja, ganz ehrlich, aber mit so einem Auto würde ich auch 600 Kilometer fahren. Das jetzt? Ständig und permanent, weil du bist ja in 3 Stunden da. Ja, das stimmt, ja. Geht auf jeden Fall schnell. Oder in 2 Stunden, wenn du 300 km/h durchgehend fährst. Er ist schon auf Dynamik eingestellt. Also er ist noch nicht mal auf Komfort. Was Komfort noch machen? Ja,
auf Komfort ist echt das Gefühl, der schwebt einfach nur so über die Fahrbahn. Ne? Der gleitet einfach nur so vor sich hin. Noch ein bisschen Dynamik kann man schon vertragen. Ja, machen wir wieder auf S. Warum gibt es eigentlich kein RS8 mit 1000 PS? Ja, die haben den S8 gemacht, haben gemerkt, der hat so viel Leistung schon, wir können ja gar nicht mehr reinpacken. Deswegen gibt es kein RS, was für eine Steigerung ist normal. So. 200, 220, 230, 240, 250, 260. Easy. Jetzt weiß ich auch, warum Harry sagt, er fährt easy 300. Fast 260. Wir fahren jetzt nicht schneller, Leute, weil es sind Winterreifen drauf, aber fast 260 und es fühlt sich an wie 180 maximal. Ist echt so. Vom Klang her muss man sagen, er ist nicht übertrieben. Ne? Er ist eigentlich eher dezent gehalten. Wobei ich sagen muss, das ist, glaube ich, für die Klasse einfach auch der richtige Weg. Weil die Leute, die viel, wenn du viele Meter zum Auto machst, wenn du hinten sitzt, wenn du es gemütlich haben willst, die Leute wollen keinen Lärm und kein Scheppern und diese Bedröhnung den ganzen Tag, sondern da geht es einfach darum, schon ein bisschen Ton darf er schon haben, man darf schon ein bisschen Statement machen, aber nicht irgendwie so eine Berieselung. Deswegen glaube ich, ist es genau richtig für dieses Auto da eher ein bisschen dezent zu sein. Ich meine, klar, wenn du hinten hockst, ein bisschen massiert werden und kein Lärm und ein bisschen arbeiten. Geht das so? Jetzt ist dann wieder Zeit für deine Sitzkühlung. Easy. Sie hinten sind immer noch zufrieden mit der Gesamtsituation? Ja? Ja, sehr schön, ja. Wie ist der Aktienkurs? Ah, das freut mich aber. Ja, das ist doch schön. Wie ist der Bitcoin-Kurs? Ja, wie ist der Bitcoin-Kurs, bitte? So, Harry, du kriegst dein Auto zurück. Alles gut. Sehr, sehr geil. Vielen, vielen Dank, Harry. Leute, Daumen hoch für den Harry. Und jetzt wäre es natürlich noch schön, wenn wir dann auch mal den neuen A8 hätten. Vielleicht haben wir den ja da. Wir haben ja einen. Seht ihr bald. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Team Auto erbt. Ciao. Nothing can stop me. I'm all the way up.